Moment, Moment, Moment. Informationen sollen ein Fahrzeug eintreiben? Wie soll das bitte funktionieren? Die Antwort: Quantenthermodynamik. Und statt eines Tanks oder einer Batterie gibt es einen Informationsspeicher. Und den füllt man auf, indem man die während der Fahrt geschriebenen Informationen mithilfe von elektrischer Energie wieder löscht. What? Ja, das Video ist übrigens in Zusammenarbeit mit Technology Review entstanden und am Ende bekommt ihr ein Gratisheft der wirklich Hammerzeitschrift geschenkt. Klicks um Science and Fiction, herzlich willkommen. Von der Thermodynamik, quasi der klassischen Schwester der Quantenthermodynamik, habt ihr sicher schon mal das ein oder andere Mal im Physikunterricht gehört. Im 19. Jahrhundert waren die Menschen endlich in der Lage, sich durch die Erfindung der Dampfmaschinen und Lokomotiven schneller fortzubewegen als mit Pferdestärke. Die Prozesse in diesen Maschinen wurden dann von verschiedenen Forscherinnen und Forschern genauer untersucht und in den sogenannten Hauptsätzen der Thermodynamik auch schriftlich festgehalten. Energie in einem System kann sich nur dann ändern, wenn Arbeit oder Wärme zu- oder abgeführt werden, so der erste Satz. Wärme kann nicht von einem Körper von niedriger Temperatur auf einen Körper von höherer Temperatur übergehen, so der zweite Satz. Dazu gibt es seit 1865 die abstrakte Größe der sogenannten Entropie, das Maß für Unordnung. Es kann nur größer werden oder aber gleich bleiben. Übertragen auf alle Wärmekraftmaschinen wie etwa Verbrennungsmotoren bedeutet das, dass sie eben nur einen bestimmten maximalen Effizienzgrad erreichen können. In der Fachsprache wird dies als Carnot-Wirkungsgrad bezeichnet. Diesen ganzen Regeln und Sätzen zufolge ist ein Perpetuum mobile also nicht möglich. Nichts kann aus mechanischer Arbeit Wärme erzeugen oder aus Wärme mechanischer Arbeit und sich so unendlich weiter bewegen. Doch diese Standardregeln der Thermodynamik gelten nicht in der Alltagswelt der Moleküle und Atome. Zumindest sind einige Forschungsteams davon überzeugt, unter anderem Tobias Schätz von der Universität Freiburg. Zitat: Der Quantenkosmos hält sich nicht an die Regeln der Thermodynamik. Und er hat ein eigenes Beispiel dazu konzipiert, einen mikroskopisch kleinen Kristall. Er besteht aus 5 Ionen in einer elektromagnetischen Falle. Ein angeregtes Ion gibt seine Energie als Schwingung an den Kristall ab und kühlt sich somit ab. Normalerweise würde sich diese Schwingung quasi totlaufen, doch nicht in solch kleinen Dimensionen. Hier wirft das Ende des Kristalls die Schwingung zurück und das Ion wird wieder angeregt. Die Wärme kehrt hier also wieder zu ihrem Ursprung zurück und fließt nicht ab. Das Ganze kann man auch als Nanokühlung bezeichnen und schon 2016 hatte ein Forschungsteam aus Mainz eine solche Wärmekraftmaschine gebaut und zwar die kleinste der Welt. Sie besteht aus einem einzelnen Kalium-Ion, eingesperrt in einem elektrischen Wechselfeld, das dazu führt, dass es sich nur in eine Richtung bewegen kann. Quasi wie ein Kolben in einem Zylinder. Elektrisches Rauschen heizte das Ion an, Laserstrahlen kühlten es dann wieder ab. Das diente als Antrieb, vorstellbar, also ein einatomiger Kühlschrank, mit dem sich Nanoelektronik kühlen ließe, falls man diesen Kreisprozess des Ionenmotors umkehren könnte. Das große Ziel der theoretischen Physikerinnen und Physiker, den Wirkungsgrad solcher Atommaschinen über das thermodynamische Limit zu erhöhen, also das Carnot-Limit überschreiten. Dazu könnte die Heisenbergsche Unschärferelation dienen, nach der sich Impuls und Ort eines Teilchens nicht gleichzeitig ganz genau bestimmen lassen. Um dies umzusetzen, müsste man den Ort des Atoms sehr exakt bestimmen, sodass sein Impuls unbestimmt wird. Dies führe wiederum zu Fluktuationen, die dem Atom die benötigten Kräfte verleihen, um das Carnot-Limit zu überschreiten. Doch es gibt auch Kritiker, die diese Idee bezweifeln, beispielsweise der Physiker Renato Renner von der ETH Zürich. Dass man auf diese Weise den zweiten Hauptsatz umgehen könnte, ist eine Illusion. Um den Wirkungsgrad über das thermodynamisch Erlaubte zu steigern, müsste man also immer wissen, welche Auswirkung die Fluktuation hat und nur im positiven Fall den Motor betreiben. Doch es liegt im Wesen einer Fluktuation, dass sie eben nicht vorhersagbar ist. Seiner Meinung nach entstünden dann eben nicht nur Fluktuationen, die den Wirkungsgrad erhöhen, sondern auch welche, die ihn senken. Doch auch Renner ist der Quantenthermodynamik nicht ganz abgeneigt und erinnert an ein Gedankenexperiment von 1871. Hier sitzt ein Dämon an einer Klappe zwischen zwei luftgefüllten Behältern und hat die Aufgabe, diese Klappe zu öffnen und zu schließen. Dies führt dazu, dass sich letztendlich in dem einen Behälter die schnellen Moleküle und in dem anderen die langsamen befinden, sprich
warm schnell, langsam kalt. Dazu muss keine Energie aufgewendet werden, solange die Klappe reibungsfrei gelagert ist. Die Moleküle sind also geordnet und somit ist die Entropie gesunken, verbotenerweise. Somit ließe sich mit der Differenz der Temperatur eine Wärmekraftmaschine betreiben, und zwar eine, die ewig läuft. Die Lösung für dieses Paradoxon liegt wohl im Gehirn des Dämons. Das hatte ein Forschungsteam in den 80er Jahren herausgefunden. Denn er muss alle Moleküle und deren Geschwindigkeiten sehen, die auf die Klappe zukommen, um diese korrekt zu bedienen. Doch auch sein Gehirn ist irgendwann voll, da alle Informationen abgespeichert werden müssen. Heißt also, diese Infos muss man löschen, um das Spiel weiterzuspielen. Dazu Renner, durch dieses Löschen muss gemäß dem zweiten Hauptsatz so viel Entropie entstehen, dass die Gesamtbilanz größer als null wird. Das Ganze konnte vor einem Jahr, 2017, auch in einem Experiment belegt werden. Ein supraleitender Ring verstärkte einen Mikrowellenpuls immer weiter. Das entspricht dem immer wärmer werdenden Behälter des Gedankenexperiments. Doch die Bedingung, dass dies funktionierte, die Informationen über den Quantenzustand des Rings in einem Mikrowellenresonator, dem Dämon, mussten erst gespeichert und dann auch wieder gelöscht werden. Also so kann das Ganze tatsächlich funktionieren. Das Experiment zeigte eben, dass alle Hauptsätze der Thermodynamik erfüllt waren. Denn für das Löschen der Informationen brauchte es dann Energie, die aufgewendet werden muss. Das Fazit also auch. Wenn die Idee mit dem Motor als Festplatte erst einmal verrückt klingt, sie könnte vielleicht Realität werden, zumindest im Mikrokosmos. Ja, vielen Dank an Technology Review. In Zusammenarbeit mit der Redaktion dieser richtigen Hammer-Zeitschrift ist dieses, ja, ich finde, mindblowing Video entstanden. Und exklusiv für Klicks und Zuschauer habe ich jetzt ein Geschenk. Ihr bekommt nämlich eine Ausgabe gratis, wenn ihr auf diesen Link hier oben klickt. Das lohnt sich richtig, da sind noch mehr coole Themen drin und darunter geht's weiter mit dafür auch draufklicken, neuer revolutionärer Raumfahrtantrieb. Bis dann, bleibt dran.